Im Geheimnis der deutschen deutschen Sprache. Guten Abend und willkommen zu der neuesten Folge von Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute auf der Herausforderungen, die Geheimnisse der deutschen Sprache aufzudecken, verreisen wir virtuell nach Hamburg und begegnen wir Daniel. Guten Abend, Daniel. Hi, David. Hallo. Freut mich. Schön, dass es geklappt hat. Aktuell sind wir in einer sehr unschlüssigen Zeit, aber sprachlich gesehen, wie hat dein Jahr 2021 angefangen? Sprachlich gesehen auf jeden Fall sehr reichhaltig. Ich arbeite ja als Texter unter anderem und auch als Korrektor und Lektor. Das heißt, ich habe immer mit Sprache zu tun, vor allen Dingen mit Texten. Und ich schreibe Texte, ich korrigiere Texte. Das ist mein täglich Brot. Und heute zum Beispiel habe ich auch schon wieder zwei, drei Artikel geschrieben für eine Zeitschrift. Und das geht jetzt am Wochenende auch so weiter. Da werde ich noch ein Drehbuch lektorieren, also begutachten. Genau, also sprachlich gesehen war mein Jahresstart sehr intensiv und hat auch Spaß gemacht. Und das Gute ist, ich kann halt von zu Hause aus auch arbeiten damit. Ist eine sichere Tätigkeit und auf jeden Fall mit dieser Aufnahme bereicherst du das nicht nur für mich, sondern auch für die Zuhörer, genau diese Sprache. Ich würde mich aber erstmal interessieren, wie es für dich, also als Experte in der deutschen Sprache, die Anglizismen, also wie gehst du damit um, wenn du zum Beispiel in diesem Text bestimmte genau Know-hows oder andere englische Begriffe erfassen musst? Vermeidest du das? Wie passt du dich an? Sprache ist ja immer im Wandel und natürlich besteht die deutsche Sprache nicht nur aus originär deutschen Wörtern. Beispielsweise das Wort Kutsche, soweit ich weiß, kommt aus dem Ungarischen und ist gar kein deutsches Wort. Wir haben auch Lehnwörter aus dem Französischen und aus vielen anderen Sprachen, die natürlich nach und nach in die deutsche Sprache übergegangen sind. Und genauso ist es mit englischen Wörtern auch. Und so etwas wie Know-how oder Show oder was auch immer, das bereichert natürlich die deutsche Sprache. Manchmal trifft es ein englisches Wort auch besser, als wenn man dafür viele deutsche Wörter benutzt. Es gibt auch Wortschöpfungen in Deutschland, die gibt es im Englischen gar nicht, zum Beispiel Showmaster. Gibt es dort, glaube ich, nicht. Und das Wort Handy ist eigentlich auch, also es gibt es im Englischen auch, das bedeutet da aber was ganz anderes. Es bedeutet eigentlich handwerklich begabt oder comes in Handy. Also es ist sehr praktisch. Und im Deutschen bedeutet Handy halt Handy. Da sagen die Engländer und Amerikaner Cellphone dazu. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Aber zu deiner Frage, also ich versuche natürlich zu viele Anglizismen auch zu vermeiden, wenn es treffende deutsche Wörter dafür gibt, weil ich auch der Meinung bin, dass man natürlich die deutsche Sprache auch ja weiter pflegen sollte. Trotzdem ist sie natürlich nach wie vor im Wandel und man sollte offen und flexibel sein, auch für neue Wortschöpfungen, würde ich mal sagen. Als Nicht-Muttersprachler ist für mich die deutsche Sprache immer ein Rätsel gewesen, im Sinne von Herausforderung. Wie würdest du als Muttersprachler die deutsche Sprache bezeichnen? Es ist für mich natürlich in gewisser Weise Heimat. Also es bedeutet für mich auch Heimat. Es ist nicht nur die Sprache, denn mit der Sprache, das hattest du ja auch schon öfters erwähnt in deinem Podcast, ist auch ein Gefühl von Kultur, von Heimat verbunden. Und ich könnte mir daher auch ehrlich gesagt gar nicht richtig vorstellen, im nicht deutschsprachigen Ausland zu leben, weil mir da die Sprache unheimlich fehlen würde. Das ist natürlich mein Berufselixier. Ich könnte sicherlich auch von England aus arbeiten, wenn das nach dem Brexit noch möglich ist, oder von Frankreich oder von wo aus auch immer. Aber mir würde die deutsche Sprache auch im Privatleben noch so ein bisschen fehlen. Also ich reise unheimlich gerne. Ich habe auch schon eine Zeit lang in England gelebt, aber ja, mir würde da richtig was fehlen. Also
Ich drücke mich auch am liebsten in dieser Sprache aus. Also mein bester Freund beispielsweise, der lebt in der Schweiz, der hat aber dort viele Expats als Freunde. Weil er bei Google arbeitet, reden sie hauptsächlich auf Englisch und ihm gefällt die englische Sprache besser zum Ausdruck von Emotionen. Er kann das besser auf Englisch. Und wenn wir uns darüber unterhalten, dann denke ich immer so, nee, eigentlich drücke ich mich am liebsten auf Deutsch aus. Also ich rede auch gerne auf Englisch, aber nach einer Weile würde mir dann doch was fehlen irgendwie. Und wie hast du denn Englisch gelernt? Also welche so Strategien hast du da angewendet, damit du zum Beispiel auch sogar Emotionen ausdrücken kannst? Ich habe Englisch natürlich ganz klassisch in der Schule gelernt. Es waren insgesamt 9 Jahre, glaube ich. Und ich habe auch Englisch-Leistungskurs gehabt und habe, wie gesagt, auch in England eine Zeit lang gelebt, ganz kurz, ein halbes Jahr. Und man findet so nach und nach in die Sprache rein. Am Anfang, ja, prägt man sich natürlich erstmal die Grammatik ein. Man braucht erstmal irgendwie das Grundgerüst. Und dann kommen die Vokabeln so nach und nach. Und man lernt es natürlich mit Vokabelheft. Damals gab es noch keine Handys oder irgendwelche computergestützten Lernprogramme. Also es war ein ganz klassisches Lernen in der Schule. Und im Reden selber, denke ich mal, lernt man dann auch seine Emotionen auszudrücken. Also weniger in der Schule, aber wenn man dann im Gespräch ist mit Muttersprachlern oder in England habe ich sehr viel Kontakt gehabt mit Leuten aus aller Welt, mit denen ich dort zusammengearbeitet habe. Und Englisch war natürlich unsere gemeinsame Sprache. Und dort haben wir sehr viel über Emotionen geredet und konnten uns dort auch noch besser ausdrücken. Und man hat auch noch Wörter hinzugelernt, die man vorher vielleicht noch gar nicht kannte. Und so ist es dann mehr und mehr auch ins Unterbewusstsein übergegangen. Und irgendwann habe ich dann auch auf Englisch geträumt. Mein zweitältester Bruder, der lebt in Kanada. Ich weiß, als ich ihn mal besucht habe, vor vielen Jahren, da war ich 3 Wochen am Stück in Kanada und ich habe dann tatsächlich nach 1, 2 Wochen, wo wir auch fast nur auf Englisch geredet haben, weil seine Frau Kanadierin ist, habe ich dann auch angefangen, auf Englisch zu träumen. Das fand ich eigentlich auch ganz schön. Das ist ein Zeichen, genau, dass du diese Ja. Sprache in deinem Alltag, auch in deinem sozusagen in deiner Emotionsverarbeitung integriert hast. Genau. Und noch eine letzte, ein Stück provokative Frage. Wie emotional kann die deutsche Sprache sein? Oh, die kann sehr emotional sein. Also es gibt ja unzählige Gedichte und Lieder, wo die Leute ihren Herzschmerz besingen und betexten und ausdrücken. Die deutsche Sprache wird oft als sehr hart empfunden von außen, weil es natürlich sehr viele, so sagen wir mal, Knacklaute gibt und sehr harte Laute. Also einfach von dem Klang her. Aber es gibt so viele schöne deutsche Wörter, um seine Gefühle auszudrücken. Und ich bin auch froh, dass jetzt gerade so in den letzten, ja, sagen wir mal so 10 Jahren, je nachdem, auch viel deutsche Musik wieder im Radio gespielt wird. Also nicht nur der klassische Schlager oder die Volksmusik, wie es sonst ganz lange war, sondern dass es auch richtig gute deutsche Popmusik gibt. Und da ich auch schon sehr lange, also 20 Jahre lang in unterschiedlichen Bands gespielt habe, komponiert habe. Ich habe eine CD aufgenommen, und das ist alles auf Deutsch. Also ich kann gestehen, das weißt du ja auch, dem geneigten Zuhörer, mein Nachname ist Deutsch. Also es ist natürlich bei mir auch so ein bisschen Programm irgendwie. Und ich spreche gerne eine Lanze dafür, dass man sich auch in dieser Sprache sehr gut ausdrücken kann. Trotzdem, das kann ich noch als Fun Fact dazu sagen. Wenn ich Songs komponiere und noch keinen Text habe, bei mir ist meist die Musik zuerst da und ich will natürlich irgendwas dazu singen, um eine Melodie zu finden. Und da singe ich ganz oft irgendeinen Fantasietext auf Englisch. Das geht mir dann in dem Moment leichter über die Lippen. Vielleicht, weil ich in dem Moment dann auch nicht merke, dass das alles gar keinen Sinn macht, was ich da singe. Aber es hilft mir, die Melodie zu finden. Praktisch, die Klischees sind zu überwinden und man kann auch so auf Deutsch Lieder, kann Gedichte schreiben und sogar auch Emotionen ausdrücken, was einige Zuhörer manchmal Genau. zweifeln. Deswegen wollte ich einfach so mit einem natürlich Experten wie du das nochmal in die Luft sprengen, auch diesen Vorurteil und einfach, genau, einfach einen anderen Ansatz da finden.
Aber wir sind hier nicht hier, um über Emotionen zu sprechen, sondern eine Prüfung nachzumachen. Und jetzt würde ich dich bitten, für diesen ersten Teil, diesen Vortrag, dass du mir ein Thema vorschlägst, worüber ich die nächsten Minuten sprechen soll. Ich habe mir überlegt, das würde mich auch persönlich sehr interessieren, welche Berührung hast du mit Filmen und Serien aus Deutschland oder auch den deutschen Medien, Fernsehen oder vielleicht auch Radio? Und was hältst du davon? Wie viel Zeit verbringst du damit und inwiefern haben dir diese ganzen deutschen Produktionen und Sendungen auch geholfen, dich noch mehr in dieser Sprache zu verfestigen oder zu verwurzeln oder dir vielleicht auch was mitgegeben über die deutsche Kultur? Das fände ich sehr interessant. Also ich verstehe, dass das Thema sollte sein, genau mich in dem die Vermittlung durch diese Medien in den sozusagen in meinem Spracherwerb oder in meinem sozusagen Integrationsprozess. Oder hättest du noch einen spezifischen Punkt, damit ich das ganz klar genau formuliert bekomme? Schwerpunkt fände ich sehr interessant, vor allen Dingen die fiktiven Medien. Also natürlich gibt es Radio, es gibt Nachrichtensendungen und so weiter. Das ist natürlich ganz klar. Aber vor allen Dingen auch, welche Berührung hast du mit deutschen Serien und Filmen? Und wie haben sie dir gefallen? Und welche Produktionen hast du dir reingezogen? Perfekt. Lass mir ganz kurz überlegen. In den nächsten Minuten will ich das Thema Filme und Serien in Deutschland aus meiner persönlichen Erfahrung näher beleuchten. Zuerst will ich den Aufbau des Vortrags kurz skizzieren. Zuerst will ich die wesentlichen Medien, mit denen ich am Anfang meines Aufenthaltes in Deutschland Kontakt habe, erzählen. Dann werde ich einfach über Beispiele hingehen, die sozusagen sich als typisch oder nicht typisch deutsch aus meinem spanischen Hintergrund gewährt haben und auch welche Auswirkungen hat das einige Jahre später in meinem sprachlichen oder in meinem beruflichen Alltag gehabt. Für mich, war Deutschland immer ein geheimnisvolles Land, weil die meisten Filme, von denen ich damals Erinnerungen habe als Kind oder Jugendliche, gingen immer um diese geschichtliche Verarbeitung, praktisch entweder Nazizeit oder Kriegszeit oder Kaiserzeit. Also es ging irgendwas um die Geschichte von Deutschland. Das erste Beispiel, das ich mich daran erinnere, das habe ich noch in der Schule mit dem Wahlfach gemacht von Deutsch. Im Gymnasium war gut bei Lenin, wo ganz gezielt als Lerneffekt für uns war, um zu verstehen, die Unterschiede zwischen den damaligen Ost- und Westdeutschen Teilen. Hinterher habe ich aber erfahren können, aber das war erst, nachdem ich nach Deutschland eingezogen bin, dass es auch andere Aspekte von der Gesellschaft, von der Kultur in Deutschland auch verfilmt werden, sei es oder in Fernsehen veröffentlicht werden. Ein Beispiel davon war der Film Dreizimmerwohnung, da es damals ganz präsent bei mir war. Es ging um diese Wohnungssuche und dort wurde aus einer Clique berichtet, wie es ist denen gelungen, einfach eine Wohnung zu finden, also diese Zielwohnung, diese Dreizimmerwohnung. Und ich fand es einfach eine sehr ja, schöne Spiegel, wie das Leben sozusagen in Deutschland für Berufseinsteiger läuft. Was Serien angeht, habe ich im Gegensatz zu Spanien mich keine Komödie mich angezogen oder interessiert. Ich habe eher mehr Serien entdeckt, die über Krimi oder über Polizisten gehen oder über Ärzte, die eher mehr meine Erwartungen entsprochen haben. Da ich nach Ostdeutschland gezogen bin, habe ich eine Serie damals über Internet gefunden, die In aller Freundschaft heißt. Ich war Ja.
sehr begeistert, weil ich konnte alles von alle Mitarbeiter von dieser Sachsenklinik verstehen. Hatte ich aber im Nachhinein nicht so bestätigt, dass sie alle Hochdeutsch in Sachsen sprechen. Aber es war trotzdem ganz schön, also so diese Handlung mitzubekommen, auch diese Fachsprache zu dadurch zu verbessern. Aber die Serie, die nachhaltig bei mir und immer noch Folge ist Tatort, da es für mich der letzte Lagerfeuer dieses Landes ist. Dort könnte ich auch Freundschaft verknüpfen. Das haben wir in einem befreundeten WG immer wieder angeguckt. Und das war damals auch die Möglichkeit, dass, wie in einem Fußballspiel in Spanien, gemeinsam in einer Kneipe zu sehen. Das war für mich eine sehr schöne Erfahrung. Und es ist immer noch so, dass es um ein aktuelles gesellschaftliches Thema geht und dazu man lernt so die regionale Unterschiede. Jeder Drehort werden von zwei Kommissaren, manchmal drei, eingeleitet, aber man entdeckt so ganz viele so Besonderheiten von diesem Ort, von diesem Land, die dort stattfinden. Also es geht nicht nur um dieses konkrete Verbrechen. Dazu kommt, dass ich habe diese Serien, diese Medien, auch diese Filme als Inspiration für, wie sind die Deutsche oder was beschäftigt denen. Also ich könnte mich besser so mit der Kultur hier auseinandersetzen und auch ich könnte einfach Klischees überwinden, die ich über die deutsche Gesellschaft hatte, indem ich einfach aktuelle Werke, also Kunstwerke, so wie diese Serien oder wie diese Filme angeschaut habe. Und daraus ergibt sich einfach die Konsequenz, dass die Serien, vor allem dieser Tatort, eine Art vom Integrationskurs für mich war. Und ich finde es Ja. unabdingbar, dass man für eine bessere Identifikation mit dieser Sprache, in der man lebt, wie zum Beispiel Deutsch in Deutschland, dass man sich mit diesen Medien, fiktiven Medien, eher beschäftigt. Und das war es soweit. Ich bedanke mich für dein Zuhören und ich bin gespannt, ob du noch dazu Fragen hast, Daniel. Ja, auf jeden Fall. Also du hast gesagt, dass du gerade über diese Serien oder über die Reihe Tatort viel über die deutsche Kultur gelernt hast, dass sich auch einige Klischees dadurch überwinden ließen. Kannst du da Beispiele für nennen? Man hat immer das Gefühl in Spanien, dass die Deutsche sehr gewissenhaft und wenig kreativ sind. Aber dadurch habe ich auch mitbekommen, dass auch Chaoten eine gewisse Leistung da erbringen können. Und dass auch genau vor allem ja, unpünktliche Leute so in Deutschland gibt, die nicht diesen Standard entsprechen. Also von Kleinigkeiten bis auch, dass man genau einfach verschiedene so irgendwie Ansätze hat, so Kontakt zu verknüpfen oder überhaupt so einen Lebensstil zu führen. Und Tator zeigt das ganz gut, weil je nachdem, wo man unterwegs ist, man merkt, es gibt so bestimmte Einflüsse, sei es so, was weiß ich, eine Gemeinde oder die Religion oder wie ist das Leben auf der Pampa oder auf einer Stadt. Es gibt sehr feine Unterschiede, deswegen. Es interessiert mich natürlich auch jetzt mit dem Tatort, weil ich arbeite auch nebenberuflich für den Tatort und zwar für den Tatort Bremen von Radio Bremen. Und gerade dieses Wochenende werde ich wieder ein Drehbuch begutachten. Wir haben ja ein neues Tatort-Team in Bremen. Die sind jetzt zu dritt und haben auch schon den ersten Fall abgedreht. Und jetzt entwickeln wir schon den zweiten. Da bin ich in der Drehbuchentstehung mit dabei. Das hat natürlich meine Frage, was hältst du vom Bremer Tatort und was hat er dich über Bremen gelehrt? Von Tator in Bremen habe ich jetzt wenige spontane Erinnerungen, muss ich dir zugeben. Also ich habe eher so mit dem Tator aus Münster oder aus Ja. Dortmund konnte ich dir die Bibel erzählen, aber jetzt von Bremen habe ich jetzt nicht so richtig im Vordergrund genau einen Fall oder so. Aber genau, Bremen habe ich einfach für mich eine
Ich war nur zweimal in meinem Leben. Zuletzt genau habe ich einen sehr guten Freund besucht. Und ich finde einfach, dass dieses nördliche, also diese Architektur wie in Niederlanden, hat etwas sehr, sehr Besonderes. Auch eventuell was Mundart könnte es in diesem Tatort wieder gespiegelt sein. Ich bin gespannt, wie du das begutachtest. Und das, ja, bringt mir einfach natürlich, wenn du da einen direkten Bezug hast, motiviert mich desto sehr, auf der nächsten Folge bewusster und einfach achtsamer zu sein, um darüber genau dir hinterher zu berichten. Ja, man muss dazu sagen, den Bremer Tatort, den gibt es nur zweimal im Jahr. Bremen ist ja sehr klein und auch die Landesrundfunkanstalt in Bremen ist sehr klein. Die kriegen nur zwei Tatortfilme pro Jahr. Münster hat natürlich viel mehr Tatortfilme pro Jahr. Ich weiß gar nicht genau, wie viele, 7 oder 8. Und Hamburg und Niedersachsen oder so. Und München, die haben natürlich mehr Fälle als die kleineren Orte wie jetzt Bremen oder Weimar oder so. Genau, von daher ist es kein Wunder, dass man sich an den Bremer Tatort auch nicht immer erinnern kann und manchmal rutscht er auch einfach so durch. Ja, Thema Mundart, genau, das kann ich vielleicht noch kurz dazu sagen. Die stirbt leider hier im Norden noch schneller aus als im Süden. Also man findet hier kaum noch Leute in Norddeutschland, die Mundart reden. Also das wäre hier in Norddeutschland Plattdeutsch. Das gibt es nur noch sehr vereinzelt, eher bei älteren Leuten. Es gibt auch ein paar Jüngere, es gibt auch so Schulen in Ostfriesland, die das den Schülern auch beibringen oder wenn sie es in der Familie noch mitkriegen. Mein Vater konnte auch noch Plattdeutsch sprechen, hat es uns aber auch nicht mehr beigebracht, weil er den Sinn darin nicht mehr so gesehen hat. Also es stirbt leider immer mehr aus. Manchmal reden die Leute so ein bisschen breiter hier in Hamburg und in Bremen so ähnlich. Aber das ist mehr so eine Färbung, ne? Das ist nicht so richtig Mundart, wie es jetzt vielleicht in Sachsen ist mit dem Sächsischen oder mit dem Schwäbischen in der Region Stuttgart. Da ist es noch mehr. Ausgeprägter, würdest du sagen. Aber Ja, trotzdem, man kann genau. noch eventuell auch diese Färbung wiedererkennen. Bin gespannt. Genau, es ist in Stuttgart ganz ähnlich, dass zum Beispiel junge Leute, auch jetzt, die dort aufwachsen, oft auch gar nicht mehr richtig Schwäbisch reden können. Du hörst es aber noch, wenn sie an viele Wörter ein LE dranhängen. Die trinken kein Bier, sondern ein Bierle. Oder essen kein Brot, sondern essen ein Brötle oder so. Und das ist dann diese Verniedlichungsform, die dann hinten dran gehängt wird. Aber dadurch genau hat man die Gefahr, dass man das nur so als Folklore, ne, das ist auch in Spanien passiert, in einigen Regionen mit dem Katalan, das nur als eine Art von, ja genau, Verniedlichung, als eine Art von Folklore, also einige Wörter, Ja, dass man ja. so vielleicht so den Sinn vielleicht dahinter oder diesen kulturellen Hintergrund überhaupt vernachlässigt. Deswegen ich bin gespannt, Ja, dass du das genau. auch, genau wie du das davor gesagt hast, Ja. dass du einfach das ans Herz legst und dass du das einfach da in diesem Sinne von der Begutachtung, das auch ja mitziehen kannst, eine gewisse genau Pflege von diesem Plattdeutsch in diesem Fall. Ja, ich fürchte, das wird es im Tatort eher wenig geben. Also es gibt es manchmal bei Nebenfiguren. Die Hauptfiguren sprechen eigentlich grundsätzlich immer Hochdeutsch, auch in den deutschen Serien. Das ist fast immer so. Und ja, beim Tatort ist es dann manchmal so, dass um zu zeigen, in welcher Region man ist, hat man manchmal so ein paar Nebenfiguren, meinetwegen der Pathologe oder vielleicht ein Assistent, die Sekretärin oder so im Kommissariat, die dann mal so ein bisschen Mundart spricht. Und dann auch nur sehr vorsichtig, weil das müssen ja die Leute aus der anderen Ecke Deutschlands auch noch verstehen können. Sehr schön, es war eine sehr, wie gesagt, ein sehr gutes Thema und das wäre ein sehr typisches Beispiel von der Prüfung, in dem man zum Beispiel so eine Tabelle bekommt mit irgendwie Medienzugriff, letztes Jahr, ja, für welche Medien interessieren Sie sich, deswegen, das wäre einfach ein sehr schönes Beispiel. Und jetzt würde ich mich gerne mit dir über ein anderes Thema auseinandersetzen, auch wenn es so ein Thema deiner Wahl. Und damit Ja, der also kurz da. berichtet, genau, ich bin so der Auffassung, dass es so ist, weil das. Und dann kann ich einfach das anknüpfen. Und du machst dann den Gegenentwurf dazu, Ganz sozusagen. genau. Du bist dann Devil's Advocate.
um meinen Anglizismus zu bedienen. Also ich habe mir überlegt, mein Standpunkt wäre jetzt, kann ich auch durchaus vertreten, die deutsche Kultur ist eine sehr höfliche Kultur, eine sehr zuvorkommende, eine sehr diplomatische Kultur. Die Leute sind sehr freundlich, lächeln immer sehr viel auf der Straße. Ja, sehr höflich, halten die Tür auf, hilfsbereit, sehr kontaktfreudig und gesellig. Ich Das wäre sehe jetzt mein Standpunkt. das anders. Ich hatte vor dem Lockdown, bin ich immer wieder mit der Deutschen Bahn gefahren. Da, davor, da, davon war nie die Rede, dass man sich zum Beispiel, dass man gewartet hat, bis die anderen ausgestiegen sind. Man hat so sehr gehetzt, zum Beispiel diesen Sitzplatz gesucht. Mit dem Ticketkontrolleur hatte man kaum Augenkontakt, weil die waren eher so genervt, weil die wahrscheinlich unter Zeitdruck waren. Und wenn man so als Tourist in Deutschland unterwegs ist, man hat ja so dieses Gefühl von, man ist in einem so sehr beschleunigten Tempo, in dem man kaum hinterhergehen kann. Deswegen diese Zuschreibungen, dass es Leute so lässig und zufrieden und gelassen sind, kann ich nicht wiedererkennen. Oder wie war es in deinem letzten Zugfahrt unterwegs? Also ich fahre sehr oft mit dem Zug, da ich kein Auto habe. Ich musste jetzt ziemlich oft nach Hannover fahren, von Hamburg, um die Wohnung meines Vaters aufzulösen. Und ich hatte immer super freundliche Schaffner, Zugbegleiter, Männer und Frauen, die trotz Corona, trotz Maske immer super, super nett waren. Und ich kann da überhaupt nichts Negatives berichten. Die Leute haben, also hier war es ja vorgeschrieben, den Abstand einzuhalten. Da konnte man sich nicht zu jemand anderem setzen. Und die Leute waren aber immer sehr nett, sehr zuvorkommend. Ich habe tatsächlich in den letzten Monaten bei den Zugfahrten hier keine negativen Erlebnisse gehabt. Mag natürlich auch damit zusammenhängen, dass die Züge nicht besonders voll sind zurzeit. Und dann ist alles so ein bisschen entspannter. Aber ich habe auch die Beobachtung gemacht, gerade in den letzten Jahren, so in den letzten 10, 20 Jahren, also gerade in den letzten Jahren, dass durch diese ganzen Bewertungen, gerade wenn man irgendwo in die Gastronomie geht, in irgendein Geschäft, man hat früher immer so von Servicewüste Deutschland gesprochen, dass sich das doch sehr stark gewandelt hat, vielerorts, dass man viel netter, viel freundlicher bedient wird heutzutage, weil die Unternehmen natürlich auch darauf angewiesen sind, dass sie eine gute Bewertung im Internet bekommen, bei Google oder Booking.com oder sonst wo. Und dass sie sich das auch vielerorts gar nicht mehr leisten können, irgendwie unfreundlich zu jemandem zu sein. Ich finde es jedoch, dass die deutsche Einheimische sehr zurückhaltend sind. Man muss eher so als Neulinge, in welcher Situation, wie auch immer, sei es beruflich, privat, man muss tatsächlich viel den ersten Schritt machen und tatsächlich so ein bisschen überhaupt diesen Tanz einführen, damit man überhaupt eine Antwort bekommt. Und man fühlt sich ein bisschen so in der Luft, weil man kennt das einfach anders, ne? Wenn man in einem anderen Land, so wie ich jetzt aus Spanien, kommt, dass man ja so ein bisschen so anspricht oder diese Begrüßung ein bisschen so Einleitung macht. Und da habe ich das Gefühl, dass die Menschen so sehr manchmal so komplex verstrickt sind und aus Angst, alles sehr gewissenhaft und perfekt zu machen, sie melden sich nicht mal zu Wort. Wie ist zum Beispiel deine Erfahrung, wenn du nachdem in England warst, das ist einfach dort Höflichkeit und Service haben eventuell einen anderen Wert. Wie war es für dich nach dieser Zeit im Ausland zurück in die Heimat? Wie hast du das zum Beispiel erlebt? Wie waren die Deutsche? Wie war diese erste Kontaktaufnahme in einer beruflichen, in einer privaten Situation? In Deutschland, nachdem ich aus England zurückgekommen bin. So ist das. Ja, ich hab eher den Unterschied umgekehrt festgestellt. Also ich kann mich gar nicht so sehr daran erinnern, als ich nach Deutschland zurückgekommen bin, dass es jetzt so ein krasser Bruch für mich war. Auch wenn die Deutschen natürlich sehr viel ehrlicher sind, auch manchmal direkter. Und ich empfinde das aber auch als eine große Aufrichtigkeit. Also man weiß eher, woran man dran ist. In anderen Ländern habe ich
schon oft die ja so die Beobachtung gemacht und so erlebt, dass man nicht genau wusste, ist das jetzt ernst gemeint? Also der andere hat jetzt vielleicht auch so ein komisches Lächeln aufgesetzt und oh Daniel, how are you? Und dabei wollte die Person vielleicht gar nicht wissen, wie es mir wirklich geht. Genauso habe ich es auch erlebt in meiner Zeit in England, wenn man da irgendwas zum Beispiel in der Küche mitgearbeitet hat. Es gab einen Koch, der hat dann, also es war auch ein Engländer, war eine sehr große internationale Community, aber der Permanent Staff war eigentlich hauptsächlich aus England. Und der hat dann ganz oft gesagt, oh, that's so lovely, Daniel, that's so lovely. Und ich habe mich natürlich immer so voll gelobt gefühlt und das war ja mega, mega toll. Und dann habe ich rausgefunden, er hat ständig lovely gesagt. Er fand alles lovely. Dann hat sich das so ein bisschen abgenutzt und ich fand das dann am Ende fast so ein bisschen, also nicht beleidigend, aber ich habe mich so hilflos gefühlt, weil ich dann gar nicht mehr wusste, okay, was zählt denn jetzt eigentlich noch und was gilt denn jetzt eigentlich noch? Und fand es dann auch wieder schön, in Deutschland zu sein, wo ich wusste, wenn jemand sagt, Mensch, das ist echt gut, dann meint er das auch tatsächlich so. Und wenn er es nicht so gut findet, dann sagt es vielleicht auch oder er schweigt. Ich habe auch Freunde aus England, die haben mich hier oft besucht in Deutschland und ich sie auch in England. Und zum Beispiel, wenn sie mich besucht haben, als ich noch in Bremen gelebt habe, und dann habe ich vorgeschlagen, oh, wollen wir nicht dies machen, wollen wir das machen. Manchmal haben sie dann auch nur gesagt, manchmal haben sie gesagt, oh, that's great. Oder sie haben gesagt, yeah, it's okay. Und ich habe dann so gedacht, okay, es ist halt okay für sie. Sie haben dem zugestimmt. Vielleicht wissen sie noch nicht genau, auf was sie sich einlassen, aber für sie ist das okay. Bis ich dann irgendwann rausgefunden habe, wenn ein Engländer sagt, er findet etwas okay, dann heißt es eigentlich, er findet es nicht gut. Und er will es eigentlich nicht machen. Und er stimmt dem eigentlich nicht zu. Aber weil er halt so übertrieben höflich ist, das ist halt auch vielleicht Teil dieser englischen Kultur. Sagt er halt nicht, oh, das finde ich jetzt blöd, das finde ich scheiße, sondern dann sagt er halt nur, it's okay. Und das war tatsächlich, da musste man erst mal einiges lernen in England, dass man dort auch anders mit den Leuten spricht und umgeht. Und hier in Deutschland wusste ich wieder, ah, hier kann ich so sein, wie ich bin. Das heißt, man sollte, so wie ich damals machen müsste, also ist eine Umstellung, also inzwischen, also eine Bedienungsanleitung für die Deutsche oder für die Engländer, so für sich selbst herzustellen und auch sich selber so zu hinterfragen, ja, warum habe ich diese so Vorzüge oder so diese Art, so mich so zu verhalten, was ist passend, was ist wenig passend in dieser Situation. Und in sich wäre eventuell, ne? Also das Kompromiss ist klar, die Deutschen können vielfältig werden, das habe ich auch nach Monaten gelernt, aber ich schon für mich der Anfang ein bisschen genau schwierig, also wenn es mit einem deutschen Person warm wird, es wird tatsächlich langfristig so, aber diesen ersten Kontakt gestaltet sich einfach mit vielen Unsicherheiten, finde ich. Ja, es gibt auch, was noch dazu kommt, es gibt auch innerhalb Deutschlands natürlich unterschiedliche Mentalitäten. Das hast du ja auch schon so ein bisschen gemerkt, vielleicht über den Tatort. Wenn man jetzt beispielsweise vergleicht Hamburg mit Köln, mit Stuttgart. In Stuttgart, das ist eine sehr höfliche Kultur, also da achtet man schon auch aufeinander. Es gibt in Stuttgart schon auch viele ungeschriebene Verhaltensregeln und es ist eine relativ saubere Stadt zum Beispiel. Die Kehrwoche ist sehr wichtig, die Mülltrennung ist sehr wichtig, also noch wichtiger fast als woanders in Deutschland. In Hamburg gibt es auch eine sehr, ja, es ist die zweitgrößte Stadt Deutschlands, aber es gibt auch eine sehr, sehr höfliche Kultur. Wenn du jetzt hier in ein Restaurant reinkommst, wenn das natürlich dann nach dem Lockdown wieder möglich ist, Hoffen wir bald. und ja, hoffen wir bald, und du setzt dich an einen Tisch, das Restaurant ist ganz leer und dann kommt der nächste rein, ein Hamburger, der wird sich an das andere Ende des Raums setzen. Nicht, weil er dich nicht mag, er kennt dich ja noch nicht, sondern einfach, um dir deinen Raum, deinen Space zu geben, dich nicht zu bedrängen. Das ist einfach aus Höflichkeit. Es ist nicht unbedingt, weil er jetzt sagt, oh, ich muss jetzt unbedingt alleine sein und geht mir nicht auf den Sack, so ungefähr. Wenn du das Gleiche in Köln hast, du sitzt in Köln in einem leeren Restaurant
Und es kommt jemand rein oder eine Gruppe, passiert es ganz oft, dass die sich direkt an den Nachbartisch setzen, weil die sehr kontaktfreudig sind. Die fangen auch oft ganz schnell Gespräch mit dir an, gerade vielleicht, wenn du alleine da sitzt, dann wollen sie dich vielleicht einbeziehen, dann wollen sie mit dir reden und du kannst innerhalb weniger Stunden im Restaurant, in der Kneipe in Köln ganz viele Freunde finden. Und ihr habt den besten Abend, die beste Nacht eures Lebens und liegt euch in den Armen. Und ja, so unterschiedlich ist die, sind die Mentalitäten auch innerhalb Deutschlands. Das ist natürlich noch mal schwieriger, das auch auseinander zu klamüsern. Und das ist ein sehr gutes Fazit im Endeffekt, genau, dass man einfach ein bisschen aufmerksam sein soll, wo man sich bewegt, also wie agieren die Leute. Und man kann einfach genau schauen, wenn etwas so ist, dass man ein bisschen mehr Zeit braucht, um diese Kontaktfreudigkeit zu spüren. Man muss auch so ein bisschen diese Regel berücksichtigen oder loslegen, wenn man zum Beispiel, wie du gesagt hast, in NRW ist. Oder beziehungsweise in der Karnevalzeit, dann ist natürlich einfach die Hemmschwelle eine andere. Also gehe ich davon aus, außer dieser Zeit oder je nachdem, in welcher Stadtregion man ist. Es gibt so eine kleine Anekdote vielleicht noch, um das abzuschließen. Es gibt so einen Spruch, da sagt man, wenn du in Köln jemanden nach dem Weg fragst, zum Bahnhof beispielsweise, dann fällt er dir erstmal um den Hals und erzählt dir seine ganze Lebensgeschichte und will mit dir noch ein Bier trinken gehen und will mit dir will dein bester Freund werden, nur um dir dann irgendwann nach ein paar Stunden zu sagen, er weiß den Weg zum Bahnhof gar nicht. Und in Hamburg ist es so, fragst du jemanden nach dem Weg, der guckt ganz griesgrämig und du denkst, der haut dir gleich eine rein irgendwie. Weil du ihm Zeit klaust, Lebenszeit. Und am Ende sagt er dir aber nicht nur, wo es zum Bahnhof lang geht, sondern er geht noch den ganzen Weg mit dir mit, bis du an deinem Zug bist. Und das sind Erfahrungen, die man auch bereit sein muss, sich darauf einzulassen. Und Genau. mit diesem schönen zwei Themen, also einer, wie gesagt, über diese Nutzung von den Medien, um Deutsch zu lernen, und auch wie man so diese ersten Kontakt, wie die Vorurteile über Deutsche sind, schließen wir diesen Podcast. Hat mich sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, wir hätten die Prüfung oder ich hätte die Prüfung in dieser Simulation bestanden. Du bist auf jeden Fall ein sehr guter Gesprächspartner gewesen. Danke. Bei mir hättest du die Prüfung auf jeden Fall bestanden. Mal gucken, wer da auftaucht. Ich habe mich sehr gefreut und bis zur nächsten Folge. Weitere Weitere Folgen Folgen findet findet ihr ihr in der in Webseite von redcircle.com sowie in deinen redcircle.com, lieblingssozialen Geheimnisse Netzwerken. der deutschen Sprache.